dass wir gerade jetzt auch bei den internationalen Herausforderungen, die wir auch als Deutschland erleben, natürlich auch eine gesellschaftliche Veränderung mitvollziehen, die durch eine starke Polizei entsprechend auch flankiert werden muss und auch gesichert werden muss, was die Einhaltung der Grundrechte anbelangt, die Einhaltung der Gesetze anbelangt, Ordnung und Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewähren. Und dadurch, dass sich international auch neue Entwicklungen ergeben, was internationale Kriminalität und Ähnliches anbelangt, wird das Thema also nicht bloß ein nationales Thema sein, sondern immer auch von globalisierten Herausforderungen geprägt sein, einschließlich dessen, dass eben offene Grenzen auch bedeutet, dass Chancen damit verbunden sind, aber auch Gefahren. Und demzufolge brauchen wir eine gut ausgebildete Polizei. Die Herausforderungen in der inneren Sicherheit nehmen von Jahr zu Jahr zu. Deswegen ist auch der Beruf der Polizistin, des Polizisten enorm herausfordernd. Gleichwohl freue ich mich darüber, dass der Beruf der Polizistin, des Polizisten eine hohe Attraktivität gerade bei jungen Menschen hat. Es ist bei Jüngeren immer wieder Berufswunsch Nummer eins. Und wir sehen das ja auch daran, dass trotz einer angespannten inneren Sicherheitslage die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber an der Fachhochschule Polizei zum Teil gestiegen, aber mindestens konstant geblieben ist. Wir merken natürlich auch, was eine erschreckende Entwicklung ist, dass die Zahl der Angriffe auch auf Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei zunimmt, genauso wie auf Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren oder auch des Rettungsdienstes. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, der ich zutiefst widerspreche und wo ich nur alle Bürgerinnen und Bürger aufrufen kann. Wir brauchen Polizisten, wir brauchen Feuerwehr, wir brauchen Rettungsdienst. Also muss sich die Gesellschaft auch dahinter stellen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Arbeit der Polizei das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genießt. Das ist ein ganz wichtiger Rückhaltfaktor, auch um punktuelle Angriffe zu ertragen, wenn man weiß, dass sich die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger von der Polizei gut betreut fühlt. Und wir haben einen Sachsen-Anhalt-Monitor, den gibt es alle 2 Jahre. Und bei all diesen Befragungen hat sich alle 2 Jahre wieder ergeben, dass die Polizei, die Landespolizei, die Institution ist, der die Bürgerinnen und Bürger mit Abstand am meisten vertrauen. Wir sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs und wir wissen, dass TikTok gerade auch von Jüngeren genutzt wird. Und dadurch, dass wir ja zum einen auch jüngere Leute für den Beruf der Polizistin, des Polizisten begeistern wollen, müssen wir natürlich auch bei TikTok unterwegs sein. Aber entscheidend ist, und das war am Ende der Auslöser dafür, dass wir bei TikTok sind, dass wir rund um das Thema Jugendkriminalität die jungen Menschen auch erreichen wollen. Und da müssen wir eben dorthin gehen, wo sie auch unterwegs sind. Und dazu zählt eben TikTok.